Freunde, die Ruth hat mit dem Tourmali nochmal ein neues, ziemlich schickes Urban E-Bike bzw. Pedelec, wie es richtig heißt, auf den Markt gebracht. Und ich finde besonders bezeichnend daran, dass man auf den ersten Blick nicht mal sieht, dass es ein Elektrobike ist. Das liegt vor allem daran, dass der Rahmen aus Aluminium ungewöhnlich schmal und schlank ist, selbst dort, wo der Akku in dem Unterrohr eingebaut ist. Könnte eigentlich auch ein normales, ziemlich modernes Straßenrad sein. Außerdem sieht man nirgendwo Kabel heraus oder herumhängen. Alles wird schön durch den Rahmen geführt. Lediglich vorne am Lenker führt dann ein ganz schmales Kabel zum Bordmonitor, der ebenfalls sehr schön schmal und dezent ist. Mir gefällt dieses super schlanke und sleeke Design wirklich ausgesprochen gut. Alles macht allein schon von der Optik her einen super hochwertigen Eindruck. Man sieht zum Beispiel auch nirgendwo an dem ganzen Rad Schweißnähte. Sleek sind auch die 28 Zoll großen Schwalbereifen. Die sind nämlich nur 1,7 Zoll dick bzw. dünn und daran erkennt man am meisten, dass das Tourmali ein Citybike ist. Die Reifen haben zwar ein sehr gutes Profil, aber sie sind eben sehr schmal und durch den Umstand, dass es auch keine Federung gibt an diesem E-Bike, weder vorne noch hinten, ist das Rad eher für asphaltierte Straßen und Feldwege gedacht und weniger für das Gelände. Das würde sonst durch die fehlende Federung schnell in den Rücken oder in die Arme gehen. Die Schutzbleche sind aus Aluminium und ebenfalls recht schmal, halt passend zu den Reifen. Im hinteren Schutzblech ist dann das Rücklicht verbaut, was sehr modern aussieht. Das kann man dann gemeinsam mit dem 120 Lux starken Vorderlicht über den Bordmonitor einschalten. Das Rücklicht ist jedoch kein Bremslicht. Es leuchtet also nicht extra auf, wenn man bremst. Was die Bremsen betrifft, hat das Tourmali E-Bike von Deroos sowohl vorne als auch hinten hydraulische Scheibenbremsen von der Marke Tektro, die einen sehr robusten und wertigen Eindruck machen. Sie bremsen wirklich schön direkt und angenehm, was ich persönlich super wichtig finde, um mich auf einem Fahrrad sicher zu fühlen beim Fahren. Was am Lenker sehr schnell auffällt, ist, dass es keine Gangschaltung gibt. Das wird nämlich alles über den Hinterrad-Nabenmotor der Marke Miweis geregelt. Dieser bietet bei 250 Watt und 36 Volt eine elektronische Tretunterstützung mit bis zu maximal 25 km/h. Um schneller fahren zu können, muss man dann nochmal ordentlich in die Pedale treten, aber man kann schneller fahren. Beim Fahren gibt es dann einen nahtlosen Übergang zwischen den einzelnen Gängen, ohne dass man etwas machen muss, was ich tatsächlich so noch nicht an einem Fahrrad hatte. Je nachdem, wie schnell man fährt, wird einfach automatisch geschaltet, allerdings ohne dass man das merkt. Ein weiteres Highlight, was ziemlich schnell ins Auge springt, ist, dass es bei dem Tourmali keine herkömmliche Kette gibt, sondern ein Gates Carbon Belt Drive Riemen Antriebssystem, also wieder eine sehr hochwertige Komponente. Statt einer schmierigen Kette gibt es eben diesen Riemen, der wesentlich pflegeleichter und robuster ist als eine herkömmliche Fahrradkette, an der man sich ja gerne mal die Hände, Hose oder die Schuhe versaut. Das ist hier eben nicht der Fall, was nicht nur richtig cool aussieht, sondern eben auch enorme Vorteile bei der Pflege des Rads mitbringt, weil man den Riemen eben nicht regelmäßig fetten muss und er sich im Fall der Fälle wesentlich einfacher wieder aufziehen lässt. Ihr könnt euch beim Fahren in 5 unterschiedlichen Stufen von dem Motor mit unterstützen lassen, was eben auch die Reichweite des Akkus bedingt. Der Akku ist 360 Wattstunden stark und ist wie gesagt vollständig im Rahmen integriert. Dieser recht kleine Akku des Tourmali ist innerhalb von 2,5 Stunden vollständig geladen. Laden könnt ihr den Akku entweder über den Steckplatz im Rahmen oder aber direkt am Akku selbst, wenn ihr ihn eben rausnehmt. Super wichtig finde ich, dass man ihn abschließen kann, sonst hat man nämlich nachher 2 Akkus. Bei wenig Motorunterstützung, wenn ihr also viel gerade Strecken fahrt, kann der Akku bis zu 110 Kilometer halten. Wenn ihr sehr viel bergauf fahrt oder sehr viel Unterstützung beim Treten braucht, schrumpft die Reichweite natürlich entsprechend. Das hängt einfach wirklich komplett von eurem Fahrverhalten ab, wie lange der Akku hält. Was ich aber besonders praktisch finde, ist, dass man die Akkuladung entweder über den Bordcomputer oder aber direkt am Akku selbst sehen kann, wenn ihr den zum Beispiel raus und mitnehmt. Sollte euch der Akku mal unerwartet ausgehen, kann man das Tourmali E-Bike auch noch ohne Akku fahren, da es nämlich nur 18,5 Kilogramm wiegt. Das ist deutlich weniger als andere E-Bikes. Das Quarz-SUV von Deroos
Mousse, was ich ebenfalls schon auf diesem Kanal getestet habe, wiegt 26,3 Kilogramm, also fast 8 Kilogramm mehr. Das ist natürlich ein wirklich bedeutender Unterschied, insbesondere was die Reichweite des Akkus betrifft. Ein leichtes Rad verbraucht einfach weniger Strom, aber eben auch im Handling. Falls einem das Fahrrad mal umfallen sollte oder aber man das Gleichgewicht verliert, sind 18 Kilogramm natürlich viel besser zu handeln als 26 Kilogramm. Insgesamt macht das Fahren mit diesem leichten und schmalen Tomali City E-Bike wirklich richtig Spaß. Es ist wendig, fährt super smooth an und es lässt sich gut bremsen. Über die dazugehörige App könnt ihr im Übrigen auch eure zurückgelegten Kilometer sowie den Ladestand des Akkus im Blick behalten. Der Zelle Royale Sitz ist bequem und selbst für längere Strecken echt top. Man kann wirklich gut darauf sitzen. Auch die Pedale geben einen guten Grip durch das integrierte Sandpapier. Man bleibt also mit den Schuhen nicht an irgendwelchen Noppen oder Zacken hängen. Interessant finde ich auch, dass es einen längenverstellbaren Ständer gibt. Je nachdem, auf welchem Untergrund man das E-Bike parkt, kann der schnell und einfach angepasst werden. Das finde ich echt richtig gut durchdacht. Für mich persönlich gibt es eigentlich nur zwei kleine Kritikpunkte an dem Tourmali E-Bike. Das eine ist, dass man leider den Lenker in der Höhe nicht verstellen kann. Für mich ist die Höhe des Lenkers wirklich perfekt und das Tourmali E-Bike gibt es auch in drei verschiedenen Größen, nämlich in S mit einer Rahmengröße von 48,5 cm, wie ich es hier habe, mit einem niedrigen Einstieg, in M mit 52 cm und in L mit 58 cm. So kann man dann für die jeweilige Körpergröße die richtige Rahmenhöhe wählen, sodass dann auch der Lenker passt. Ich hätte es nur wirklich schön gefunden, wenn man den Lenker ein wenig in der Höhe hätte verstellen können, um die eigene Sitzposition besser bestimmen zu können. Der zweite Punkt ist, dass im Lieferumfang kein Gepäckträger enthalten ist. Den kann man aber zusätzlich bestellen und auch ganz einfach nachrüsten. Die Halterungen sind dafür schon vormontiert. Ich hätte es nur sehr schön gefunden, wenn er bereits im Lieferumfang enthalten gewesen wäre. Im ersten Moment habe ich auch kurz gestutzt, dass es nicht wie beim Quarz-SUV von Derus Schnellspanner an Vorderreifen und Sattel gibt, was ich eigentlich ganz praktisch finde, wenn man das Rad mitnehmen möchte bzw. schnell mal die Höhe des Sattels verstellen möchte. Aber schnell mal eben abmontiert heißt natürlich auch immer schnell mal eben geklaut. Deshalb finde ich es eigentlich eher positiv, dass das Tourmali keine Schnellspanne hat, weil man so ein Citybike ja vermutlich auch mal in der City abstellen möchte. Und dann kommen wir doch mal zum Preis. Derzeit gibt es das Tourmali E-Bike oder Pedelec für 1.799 Euro online auf der Webseite von Derus zu kaufen. Mit meinem Rabattcode könnt ihr zudem schon mal einfach 50 Euro sparen. Den Link dazu und den Code findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Zum anderen muss ich sagen, dass bei den ganzen Markenkomponenten, dem Zelle Royale Sattel, Miweis Hecknabenmotor, Gates Carbon Bell Drive Riemenantriebssystem, hydraulische Scheibenbremsen von Tektro und Schwalbereifen, also alle Komponenten, bei denen eine hochwertige Verarbeitung für ein E-Bike wichtig ist, sind von namhaften Herstellern, sodass man davon ausgehen kann, dass das E-Bike auch wirklich lange hält. Insofern finde ich, dass das Tourmali E-Bike ein wirklich richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Wenn dann doch mal irgendetwas mit dem Rad sein sollte, hat Derus sehr viele Service-Standorte bei Partnerwerkstätten in Deutschland, was ich persönlich bei so großen Gegenständen, die man im Internet gekauft hat und die man nicht einfach mal ebenso zurückschicken kann, enorm wichtig finde. So hat man vor Ort einen Ansprechpartner, wenn man mal eben einen braucht. Ich finde das Tourmali E-Bike von Derus wirklich ein richtig schickes, hochwertiges E-Bike mit einem extrem guten Preis-Leistungs-Verhältnis für alle, die ein leichtes und wendiges E-Bike für die Stadt und asphaltierte Straßen haben wollen. Wenn ihr Interesse an dem Tourmali E-Bike habt, vergesst nicht den Link und den Rabattcode in der Videobeschreibung, worüber ihr 50 Euro sparen könnt. Ich hoffe, mein Erfahrungsbericht zum Tourmali E-Bike heute hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann drückt unbedingt den Like-Button und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. In diesem Sinne, Freunde, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Muah.